Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Baufassung anschließen und somit natürlich auch erst einmal die alte Lampe entfernen und danach die Renovierungsfassung verkabeln kann. Und wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Meine Schwiegereltern ziehen um und sie möchten diese Lampen aber mitnehmen. Deswegen müssen wir natürlich die alten Lampen zuerst mal richtig abnehmen. Danach können wir dann auch schon solche Baufassungen hier oben anbringen. Und bevor wir aber irgendwie beginnen, sollten wir unbedingt die ersten drei der fünf Sicherheitsregeln für Strom beachten. Ich mache das Ganze also mal spannungsfrei, indem ich einfach die entsprechende Sicherung rausnehme. Da ist normalerweise übrigens auch immer eine Beschriftung im Sicherungskasten mit drinnen, für welchen Stromkreis jetzt diese Sicherung zuständig ist. Und nur den Lichtschalter rausnehmen kann ich dir übrigens nicht empfehlen, da hier im schlimmsten Fall immer noch etwas passieren könnte. Danach sichere ich es gegen Wiedereinschalten, also da einfach zum Beispiel ein Stück Klebeband nehmen und über die Sicherung drüber kleben, nicht dass wir oben an der Lampe gleich hantieren und jemand hier hineinkommt und sich denkt, hey, die Sicherung ist draußen, die muss ich wieder reinmachen. Und als drittes muss ich noch die Spannungsfreiheit mit so einem zweipoligen Spannungsprüfer feststellen. Da meine Lampe jetzt natürlich hier noch verschlossen ist und ich an die Klemme einfach nicht rankomme, reicht es normalerweise auch erstmal aus, indem wir den Lichtschalter betätigen. Und davor ist ja die Lampe hier oben ganz einfach angegangen und jetzt funktioniert sie nicht mehr, weswegen wir da auch schon mit gutem Gewissen ran können. Hierfür müssen wir meist erst einmal unsere Befestigungsschraube bzw. auch mehrere, in meinem Fall ist hinten zum Beispiel auch noch eine, mit einem passenden Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn lösen. Ich kann dir übrigens auch noch den Tipp geben, dass du am besten mal mit einer Hand das Ganze hier unten auch immer festhältst, nicht dass du diese Schraube hier oben löst und die Lampe dann auch von alleine runterfällt. Bei meinem Lampenmodell muss ich sie übrigens nicht ganz herausdrehen, da ich danach auch schon die Lampe hier etwas drehen kann und dann kommt nämlich diese auch schon runter. Danach schaue ich einfach, wenn ich das Ganze einmal vorsichtig loslasse, ob meine Leiter hier oben die Lampe auch von alleine halten können. Im nächsten Schritt den Spannungsprüfer in einem anderen Zimmer mal auf Funktion überprüfen. Und ich überprüfe die Leiter hier oben alle gegeneinander einmal noch auf Spannungsfreiheit, bedeutet einfach allpolig, weswegen ich auch mal hier meine Klemme bei der Schraube jeweils reingehen kann und dann in meinem Fall schwarz auf blau überprüfen, blau auf grün-gelb und natürlich auch schwarz auf grün-gelb. Bei mir schaut es gut aus, weswegen ich mit einer Hand mal wieder die Lampe festhalte und mit der anderen Hand kann ich auch schon mit einem kleinen Schlitzschraubendreher mal die entsprechenden beiden Klemmen hier lösen und danach meine Lampe auch schon ganz einfach rausziehen. Gebe den schwarzen oder auch meist braunen Außenleiter mal in die Klemme hinein, wo natürlich auch der braune Außenleiter zu meiner Baufassung weitergeht und dann kann ich das Ganze auch schon mal im Uhrzeigersinn festdrehen. Und mache dasselbe Spiel natürlich auch mit meinem blauen Neutralleiter. Wichtig ist natürlich, dass auf jeden Fall diese Kupferleitung hier bei meiner Schraube sein sollte und wir nicht irgendwie unsere Isolierung festschrauben. Den grün-gelben Schutzleiter benötigen wir bei unserer Baufassung nicht. Da möchte ich jetzt mal noch so eine einfache Klemme ganz einfach drauf geben. Wird übrigens nicht benötigt, da unsere Baufassung hier unten aus Kunststoff ist. Und so wie es hier oben der Fall ist, dass es einfach umwickelt ist, würde ich es auch nicht machen. Ich wickle den Leiter also mal etwas ab, biege ihn mir per Hand schon etwas gerade hin, isoliere ihn mir mal mit einer speziellen Abisolierzange auf genau 11 mm ab, stecke die Klemme von vorne einmal ganz einfach drauf und danach ziehe ich immer noch recht gerne an den Leitern und halte gleichzeitig meine Klemme fest, um einfach zu überprüfen, dass meine Leiter natürlich auch ordentlich fest drinnen sind. Ein klassischer Fehler ist natürlich auch mir wieder passiert, bevor ich meine Klemmen hier unten anschließe, muss ich erst einmal meine Halterung von der Lampe nach unten rausfädeln. Wenn das dann passt, dann kann ich, wie gerade eben gezeigt, auch die Baufassung richtig anschließen und ich schaue wieder runter zu meinem Zählerschrank. Das Klebeband vorsichtig abnehmen, unsere Sicherung wieder reinmachen und es kann nämlich auch sein, dass dein FI-Schutzschalter ausgelöst hat, dann natürlich auch diesen ganz einfach wieder reinmachen. Zum Schluss den Lichtschalter noch betätigen, alles auf Funktion überprüfen und ich würde sagen, das schaut auf jeden Fall super aus, weswegen wir so eine alte Lampe auch schon abgenommen und gegen eine Baufassung ausgetauscht haben. Wenn du für zu Hause übrigens auch so eine Abisolierzange, einen zweipoligen Spannungsprüfer oder natürlich auch so eine Baufassung mit oder ohne Leuchte zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.